Aus dem Bayerischen Zentrum für angewandte Energieforschung in Würzburg kommt ein neuartiger Dämmstoff und gleichzeitig eine erfolgsversprechende Geschäftsidee. Pyrogene Kieselsäure bildet dabei den Grundstoff der hochwärmedämmenden Vakuumisolationsplatten, kurz WIPS genannt, die vom vierköpfigen Team VakuTech entwickelt wurden. Die Gründer Michael Ehrmantraut, Dr. Joachim Kuhn, Dr. Roland Kamps und Professor Dr. Jochen Fricke wollen mit ihrer Erfindung schon bald in Serie gehen. Der Bedarf nach solchen innovativen Dämmstoffen scheint enorm. Durch eine Dämmwirkung, die etwa um den Faktor 10 höher liegt als bei herkömmlichen Dämmstoffen wie Styropor oder Glaswolle, findet nicht nur die Baubranche hierfür Verwendung, sondern auch im Transportwesen, der Logistik, im Fahrzeug- und im Flugzeugbau ist das Produkt ideal einsetzbar. Zur Veranschaulichung. In einer Kühlbox aus dem neuartigen Dämmmaterial können Temperaturen von minus 20 Grad über einen Zeitraum von 4 Tagen problemlos gehalten werden. Der Kundennutzen ist enorm. Es entsteht ein erheblicher Gewinn an Nutzfläche und damit verbunden Kosteneinsparung. Die Produktion kann in wenigen Monaten starten. Die Fertigungshalle existiert bereits. Nicht umsonst wurde das Team VakuTech also mit dem Hochschulgründerpreis ausgezeichnet.